Boah, hast du die gesehen? Und die, guck mal, die. Boah, ich nehme die Donauwelle. Du siehst auch immer nur das Essen. Guck mal, Meer am Essen. Am liebsten habe ich Essen aus dem Meer. Willkommen bei Yumtamtam. Wir machen heute Donauwelle. Und Donauwelle ist echt so ein Kuchen. Es erinnert mich an meine früheste Kindheit. Familienfeste, Bienenstich und Donauwelle. Echt Marmorkuchen, hätte ich noch gesagt. Nee, das gab es bei uns nicht so. Welche Kuchen gab es denn bei euch so früher? Und was ist euer Lieblingskuchen? Könnt ihr uns direkt mal in die Kommentare schreiben. Und wir legen los. Möchtest du die Kirschen abgießen? Ich möchte. Ja, ich will. Wir sind beide in Weiß unterwegs. Oh, deswegen, heute ne, sehr... Ja, hell. Ab geht die Post. Schattenmorell auf. Ich mache hier mal eine Schüssel drunter, kann Melissa wieder Säftchen naschen. Ja, aber ey, ich bin doch nicht die einzige Person auf der Welt, die diesen Saft trinkt. Also kann mich mal bitte irgendjemand in den Kommentaren unterstützen. Ja, oder ihr unterstützt mich und sagt, nee, du bist seltsam, Melissa. So, ich habe in der Zeit schon mal die Butter ausgepackt. Wie ihr seht, die ist sehr weich. Ja, dazu kommt Vanillezucker. Und normaler Zucker. Und ich gebe dir auch schon eine Prise Salz dazu. Denn wie immer, alles was süß ist, braucht auch etwas Salziges. So. Ist das etwa... Zimt. Es ist einfach das beste Gewürz. Das Ganze wird jetzt verrührt. Ich werfe dir schon mal nacheinander die Eier rein. Jo, denn es kommen ein paar rein. Und mit paar meine ich mehr als zwei. Nämlich fünf. Aber alle Angaben wie immer unten in der Videobeschreibung. Genau. Und dort findet ihr auch wie immer den Like-Button und den Abo-Knopf, wenn euch das Ganze hier gefällt. Und den TikTok-Link. Oh yeah, wir haben jetzt TikTok und jetzt mache ich den Rührer wieder an. Düm, düm. Das nächste Ei muss jetzt rein. Ich rühre das jetzt ein. Und das nächste Ei, und das nächste Ei. Das nächste Ei muss rein. Hey! Ihr hört überhaupt nicht, was ich singe. Yay! Perfekt. Sehr gut. Während du da so fleißig gerührt hast, habe ich schon mal eine neue Schüssel und das Mehl geholt. Perfekt. Ich hole schon mal einen Spatula. Graf Spatula. Graf Spatula gefällt mir sehr. Ist er denn auch Vegetarier? Graf Dacula fand ich echt immer so geil damals. Kennt das noch jemand von euch? Graf Dacula? Unten in die Kommentare mit eurer Lieblingsfolge. Meine ist direkt die erste. Die ist so stumpf. Ich präpariere auch schon mal unsere Milch. Denn wir heben jetzt gleich Mehl. Zusammen mit hier der Eier-Buttermischung, Zuckermischung zusammen. Und da hilft manchmal auch noch ein bisschen Milch, sollte es noch zu fest sein. Kommt auf die Eier an, die ihr so habt. Ja. Ich hebe das Mehl jetzt hier schon mal unter. Okay. Geben Sie mir den nächsten. Und der letzte Schluck. Vielleicht machst du mir wirklich ein kleines Schlückchen Milch dazu. Jo. Oh, ich kann mich gar nicht dran erinnern. Wie gießt man nochmal ein? Ich warte eigentlich darauf, ja? Kriegst du es hin? Ich habe es schon richtig positioniert gehabt. Oh ja! Ihr seht hier die einzig richtige Version, wie man Milch, eine volle Packung Milch zum Einschenken nutzt. Die einzig richtige Variante. Alles andere ist falsch. Fakt. Sieht gut aus. Ich mache das übrigens mit dem Spatula, damit wir nicht die ganze Luft wieder rausholen aus dem Teig. Deswegen... Nur so einrühren und dann auch irgendwann aufhören. Nicht so wie ich, der jetzt einfach weitermacht, weil er es geil findet. So. Perfekt. Ich brauche noch Backpapier. Ja. Okay. So. Und da kommt jetzt die eine Hälfte des Teigs drauf. Das ist dann unsere helle Schicht. Weil Donauwelle ist ja wie so ein Marmorkuchen. Auch so Schoko-Version und dann die... Nee, erst die weiße Version, dann die Schoko-Version on top. Und dann kommen noch unsere Kirschen. Die könnt ihr auch schon mal rüberholen. Jo. Ich lasse sie erstmal verstreichen, bevor ich nämlich Schoko reinmache, weil dann ist vorbei. Das stimmt. Aber dann gibt es mehr Schoko. Das stimmt, aber wir wollen ja auch diese
Bei Donauwelle hast du halt diesen weißen Boden, dann ist da der Schokoboden drauf und dann werden die Kirschen so reingedrückt und durch ihr eigenes Gesicht drücken sie sich dann runter und dann hast du diese Kirschtropfen. Ja, ein bisschen brauchst du noch, ja, ein bisschen brauche ich noch. Okay, und den Rest gebe ich jetzt Kakaopulver dazu. Eins, zwei und noch einen kleineren, weil ich die anderen so fett gemacht habe. Und damit es sich noch ein bisschen besser unterrührt, holt mir einen Schluck Milch. Milch. Machst du dich über mich lustig? Nein. Eins, zwei, drei, vier. Feini. Boah, wie es gleich gut riecht, ne? Ja. Und du naschst schon fleißig, ja? Jetzt schon approved. Jetzt schon gut. Ja, damit gehst du mir aber jetzt nicht mehr an den Kuchen. Nein. Ich will hier schließlich nicht deine Spucke essen. Das machen wir. Ein andern Mal. Wo sollte dieser Satz hin? Nein, nein, nein. Der sieht ja gut aus. Der sieht fast aus ein bisschen wie so Schokocreme einfach. Boah, ja. Geil. Boah, eine geile Mousse Schokolade hätte ich auch mal wieder Bock. Oh, haben wir schon Mousse Schokolade? Schokolade? Ich glaube schon. Also, sollten wir das schon mal gemacht haben, dann wird es jetzt hier ein i aufploppen und ihr könnt euch das dann reinschauen. Aber erst nachdem ihr das Video hier fertig geguckt habt, oder wenn wir es noch nicht gemacht haben, dann schreibt uns doch in die Kommentare, ob ihr ein Mousse Schokolade Rezept haben wollt. Weil Mousse Schokolade, je dunkler, desto geiler. Oh ja. Oh. Voll. Oh. Das ist ganz lustig, so bittere Getränke sind gar nicht meins, aber bitterer Kuchen? Oh. Yes. Oh. Mousse Schokolade ist echt so, boah, kann ich mich reinleugnen. So, ich schieb jetzt schon mal hier, upsi. Dummheit ist einfach da. Ist einfach da. Ja, ich wollte mir irgendwas anderes einfach lassen, aber ich so, nee, es ist einfach so. Jetzt verteilen wir die Kirschen schön darauf und die sollten dann eigentlich durch das Eigengewicht sich runterdrücken. Nee, oder? Ich glaube, man muss schon ein bisschen. Ein bisschen drücken? Ein bisschen drücken muss man schon. Na gut. Njop. Boah, das ist so satisfying. Voll. Also wenn ihr keine Lust habt, das Topping noch zu machen, was es ja zur Donauwelle auch macht, dann könnt ihr das auch so machen, das ist auch ein sehr leckerer Kirschkuchen dann. Ja, voll. Könntest du bitte... Ja, gerne, denn damit er zum Kirschkuchen wird, muss er natürlich gebacken werden. So, dann räumen wir mal schnell auf und kümmern uns um die Creme. Creme. Für unsere Füllung machen wir jetzt eine richtig schön nice Puddingcreme. Und dafür haben wir hier feinsten Vanillepudding. Ja. Bist du Vanillepudding oder Schokopudding? Ah, ich bin Schokopudding mit Soße. Ich bin auch Schokopudding. Und da zum Beispiel Schattenmorellen on top oder sowas, das ist so richtig, richtig edel. Aber ich muss sagen, wenn es um Kuchen geht, würde ich auch immer einen Vanillepudding eigentlich nehmen. Das stimmt. Was seid ihr? Team Vanille oder Team Schoko? Gibt es dafür irgendwie coole Emojis? Bestimmt, oder? Naja, es gibt eine Schokoladentafel und für Vanille irgendwas Gelbes. Eine Sonne oder Schokolade? Ja, genau, das ist doch gut. Zum Beispiel. Wir haben übrigens auch mal Vanillepudding selber gemacht. Oh ja. Sehr lecker. Oh ja. Könnt ihr jetzt hier oben hinklicken. Dir, mach du schon mal damit und hier einen kleinen Schluck und ich messe hier schon mal den Zucker noch aus, der reinkommt. Weiß sind alle meine Kleider. Weiß ist alles, was ich hab. So, ich erhitze jetzt mal fast alles von der Milch und den Rest gebe ich dir hier. Genau. Und während ich das jetzt zusammenrühre, damit das schön glatt ist und keine Klümpchen mehr hat, kannst du ja hier schon Zitronen reinreiben. So, bisschen Zitronenabrieb, natürlich unbehandelt, wichtig. Und wir verrühren das jetzt hier so, dass es keine Klümpchen sich bilden. Deswegen macht man das auch mit der kalten Milch, weil wäre es warme Milch und man würde es da drin verdicken, dann würde die Stärke direkt andicken. Bilden mit Felix. Wir füllen den Pudding, wenn er fertig ist, um und decken ihn sofort mit Frischhaltefolie ab, damit er schneller abkühlt und damit sich oben keine Haut bildet. Die Milch müssen wir auch immer mal wieder umrühren. Bei mir brennt Milch prinzipiell an. Früher wäre ich d'accord gegangen, aber jetzt, wo ich weiß, du musst einfach nur rühren. Ja, aber selbst mit Rühren brennt sie mir einfach immer an. Aber ist nicht schlimm, das ist die knusprige Kruste. Aber manche Leute haben ja auch voll Probleme mit dieser Milchhaut. Und zum Beispiel in Asien, auf Sojamilch gibt es auch diese Haut. Und die nehmen die aber ab,
Und die wird dann einfach gegessen. Also ja, zum Beispiel beim Hotpot oder so. Und ich mag die total gerne. Ich auch. Du kannst die auch richtig geil nehmen, um dann irgendwie, also die gibt es getrocknet auch zu kaufen. Und dann kannst du die, mit, kannst du Sachen da reinfüllen und so. Ja. Mega geil. Das sollten wir auch mal machen. Oh ja. Soja-Haut-Dumplings oder so. Mm. Es kocht, es kocht. So, jetzt komme ich nämlich jetzt hier mit der Dings rein und du musst direkt ja, rühren. Ja, ja. Weil während das quasi reinkommt, kühlt die Flüssigkeit ab und Stärke liegt bei 80 Grad. Nicht angebrannt, keine Klümpchen, wir gönnen uns richtig heute. Richtiger Ehrenpudding. Ja. Mann, aber das ist so ein richtig verhängnisvolles Kuchenrezept, wo man bei jeder Komponente denkt, das esse ich jetzt einfach so. Ja. Ciao. Stimmt. So. Boah, guck mal, wie smooth es. Fuck. Bei der letzten Slime-Challenge, bei der Halloween-Folge, wurde ordentlich gepiepst bei mir. Das war lustig. So, jetzt kommt direkt hier die Folie drauf. Versucht euch nicht die Finger dabei zu verbrennen. Und zwar so richtig ganz nach unten. Deswegen meine ich, nicht die Finger verbrennen. Weil wenn wir das so machen, kann sich keine Haut bedenken. So, und das lassen wir jetzt mal abkühlen und der Kuchen muss ja auch noch backen. Aber wir können schon mal Schokolade hacken. Ja. Hacke die Hack, die zart-bitter Schokolade. Bitteschön. Das war so klar. Mittlerweile ist das bei uns einfach so ein Running Gag, dass ich immer die Schokolade hacke. Ja, dafür musst du immer dekorieren. Das stimmt und ich habe voll die wichtige Aufgabe. Pudding essen. Ich muss den Topf auskratzen. Na gut, das ist wirklich eine wichtige Aufgabe. Hm. Mach nur. Und wie ist der Pudding so? Sehr gut. Nice. Bist du eher warm oder kalter Pudding? Das ist ja auch noch so eine Frage. Boah, das ist voll schwer. Aber ich würde sagen, tendenziell, wenn es frisch gemachter Pudding ist, eher warm. Aber ich würde kalten Pudding nicht nochmal aufwärmen. Nee, auf gar keinen Fall. Also ich mache tatsächlich ganz oft Pudding so als Nachspeise, wenn man irgendwie kocht mit Freunden, weil du es immer schnell machen kannst. Und ich habe auch irgendwie immer dann irgendwie Früchte da am Start so eingemacht und dann ist das halt mega geil. Aber es ist halt auch geil, wenn du so zum Nachtisch so einen kleinen, kalten Pudding hast. Ja. Und dann so, keine Ahnung, Vanillepudding und dann tust du aber so, als wäre es eine Creme Brûlée oder sowas. Und dann karamellisierst du noch Zucker. Zucker so obendrauf, ja. Was seid ihr? Team warm oder kalt? Jetzt können sie aber nicht nochmal die Sonne benutzen. Nee. Das muss sein. Es gibt doch dieses Temperatur, wie Messgerät, wie heißt das? Ein Thermometer. Dieses Temperatur Messgerät. Ja. Das oder eine Schneeflocke. Perfekt. Aber ihr habt ja richtig was zu tun heute wieder. Voll. Boah, richtig. Feinste Arbeit, ne? Ja, wirklich. Ja, ich hätte auch schon shit. Jemand sein können, der mit Schokolade arbeitet. Ein Schokoladier. Das war's. Oder ein Patisseur. Ein Patisseur. Nee, da müsste ich halt so viel backen. Ah, und vor allem viel dekorieren. Ja. Na ja, gut, aber ich dachte mir dann, also denke mir dann in dem Moment, ja, das lernst du dann auch irgendwie. Ja, auch voll. Irgendwann. Das so. Denke ich auch. Das schön gehackt? Ja, dann warten wir mal, bis der Kuchen fertig ist. Genau. Ist es soweit? Ja. Ja. Mach mal hinter dir zu hier. Okay. So. Ja, tipptopp. Perfektio. Dann löse ich schon mal. Das war übrigens gerade die Stäbchenprobe. Ja. Jetzt heißt es abkühlen. So, der Kuchen ist jetzt abgekühlt. In den letzten Minuten, wo er noch ein bisschen weiter abkühlt, haben wir jetzt schon mal ein Wasserbad aufgestellt. Das heißt, ein Topf mit Wasser und eine Schüssel on top. Und in diese Schüssel kommt unsere Schokolade. Und damit es schön glänzt und geschmeidig wird, geben wir auch noch... Wir tauschen den Platz. Oh. Geben wir auch noch ein Löffelchen Kokosfett dazu. Jawoll. Was ist hier los? Bewege mich um dich herum. So, wir brauchen wieder weiche Butter. Poff. Oh, die schlage ich jetzt dick auf. Dann wird jetzt nach und nach unser Pudding reingelöffelt. Jawohl. Und ihr seht, fein ohne Haut. Flop. Mehr. Die Creme sieht super aus. Die kann jetzt auch auf den Kuchen drauf. Okay. Die Creme sieht super aus. Sie kann jetzt auch auf den Kuchen drauf. Lalalala. Und jetzt kommt die Creme hier drauf.
denn sie sieht sehr gut hier aus. Flop. Etwas für die Ecken. Beim Chanson sehe ich dich auch ein bisschen. Ja, ist schon da. Könnte über alles singen, vor allem über Essen. So, ich lasse dich das machen. Ich war schon so, boah, das machst du voll gut. Nicht wahr? Okay, ich mach's und dann machst du danach fertig. Ja, okay. Ich helfe mal. Genau, die Schokolade muss auch noch ein bisschen abkühlen. Ja. Weil sonst macht unsere Creme. So. Gut, soll ich übernehmen? Gerne. Ich schütte dann einfach die Schokolade in eine andere Schüssel um, weil dann kühlt sie schneller runter. Ja. Ich komme mal links von dir und räume diese Schüssel weg. Das Fiese ist, jetzt muss man die Schokolade so ein bisschen im Blick behalten, dass sie nicht zu kalt wird. Weißt du, warum der auch Schneewittchenkuchen heißt? Nee. Wegen den Farben vielleicht? Ich weiß es auch nicht. Ach so, der heißt so? Also ich wusste gar nicht, dass der auch so heißt. Ach so, nicht? Nee. Ist das eine falsche Information? Weiß ich nicht. Habt ihr das schon gehört? Schreibt es in die Kommentare. So, durch konstante Rührarbeit ist die Schokolade jetzt schön runtergekühlt, so auf Körpertemperatur. Ja, na dann, Gönnung. Soll ich einfach drauf gießen, ja? Naja, was willst du machen sonst? Vielleicht so viel verteilen, wie du schon kannst. Das wäre schön. Okay. Try. Das finde ich auch ganz ästhetisch, muss ich sagen. Sehr contemporary. Nicht wahr? Mir wäre beinahe in die Schüssel aus der Hand gerutscht. Und dann wäre die einfach voll in den Kuchen. In den Kuchen rein. Das ist echt so. Okay, aber wir hätten noch schöne Randstücke gehabt. Jo. Ja. Das müssen wir jetzt irgendwie abschätzen, weil es gibt ja noch diese Wellen. Dafür haben wir dieses Spatula-Gerät-Schabel-Dingsy. Mit Wellenförmchen ja. aller Art. Genau, die müssen wir ja hier reinziehen und wir müssen jetzt irgendwie abschätzen, wie auch immer, wann der richtige Zeitpunkt dafür ist. Aber jetzt ist er auf jeden Fall noch nicht. Wir warten mal kurz. Jetzt geht's in die richtig kritische Phase. Wir müssen lösen. Wir müssen das Problem, guckst du mich jetzt an, dass ich das machen soll? Du willst mir nur die Verantwortung übertragen. Okay, wir machen das gemeinsam. Ich mache auf deine Anweisung. Also ich schneide jetzt hier runter, ja? Ja. Ich hab Angst, Melissa. Alles gut. Boah. Aber man sieht schon, guck mal, perfekte Layer. Perfekt. Perfekt. Okay, ich versuche jetzt einfach mal diese Wellen da reinzumachen. Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Okay. Sei einfach die Welle. Ja, das sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus. Ja. Das sieht doch gut aus. Jetzt lassen wir die Schokolade noch hart werden und dann kann probiert werden. Ich dachte, Halloween ist schon vorbei. Okay. Schneidet man so klassischerweise so kleine Vierecke heraus. Das ist perfekt. Oh, ha. Guck mal. Ich sehe nichts. Ist es gut? Ja, hier, guck mal. Da hast du die Welle vom Schokopudding und Schokoteig und dann hast du da die Kirsche. Wellen innen, Wellen außen. Schön. Ja. Jetzt hat er aber probiert. Ja. Ja. Ich bin so ready. Ich auch. So, ab rein. Cheers. Ja, erinnert mich an früher auf jeden Fall. Erinnert mich an Kaffeekuchen bei Oma. Nice. Ja, es ist auch süß und ein bisschen sauer und cremig und ein bisschen bitter von der Schokolade. Sehr lecker. Auf jeden Fall. Macht das gerne daheim nach und schreibt uns, wie es euch geschmeckt hat. Und wenn ihr noch mehr Bock auf Kuchen habt, dann könnt ihr jetzt hier klicken. Da geht's zum Maulwurfkuchen. Oder zu unseren Eclairs. Wir sehen uns dort in diesen Videos. Bis dann. Tschüss. Bye, bye.